Hey, you. Achso, jetzt muss ich wirklich noch mit ihm sprechen. Er hat doch zu mir gesagt, hoch und heilig versprochen, ich werde wieder an die Feldarbeit gehen. Aber nee, jetzt muss ich das wieder machen. Hey Junge, geh arbeiten. Obwohl er schon arbeitet die ganze Zeit, aber ich sag ja nichts. Na? Immer noch große Fresse? Du bist ein Söldner, nicht wahr? Hätte ich mir fast denken können. Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Gut, jetzt hat er es gesagt, zum zweiten Mal. Aber wie viel EP fehlt mir eigentlich noch? Nicht mehr viel. Nämlich habe ich wieder ganz viele Punkte. Ja, ganz viele Punkte zu verteilen. Hallo? Hey, you. Bronco arbeitet wieder. Bronco arbeitet wieder. Tatsächlich? Das ist ja prima. Ja, und ich will jetzt meine Kohle. Na gut. Geschäft ist Geschäft, was? Sack. Rosi! Hey! Na? Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst, oder? Hallo, Söldnerrüstung an. Was soll ich sein? Ich bin Magier. Was machst du hier? Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Sekop hat es sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihnen das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Besonders stolz ist man darauf nicht, die Frau von Sekop zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Hallo? Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Warum greifen euch die Milizen hier auf den Höfen an? Warum greift euch die Miliz hier auf den Höfen an? Weil niemand da ist, der sie daran hindert, uns Bauern einfach zu überfallen, statt uns unsere Waren abzukaufen. Der König ist weit weg. Und wir müssen uns eben damit abfinden, unter Ona zu arbeiten und zu hoffen, dass Ona uns zur Seite steht, wenn's brennt. Aber jetzt mal ohne Witz. Das Onas Hof ist ja gerade mal 100 Meter entfernt. Das sind doch die relativ fix doch hier, oder? Ja, Barriere? Barriere? Na, diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Viele Bauern und Arbeiter, die sich damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Nein, wir haben immer nur davon gehört. Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Okay. Sein Hof befindet sich ganz in der Nähe des Passes zum Minental. Aha. Ja, wie ich da hinkomme, weiß ich. Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Manchmal werden wir vorgewarnt, wenn wieder einige der Milizen auf eigene Rechnung hierher kommen, um sich an uns zu bereichern. Dann wird jemand zum alten Großbauern geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Dann dauert's meist nicht lange, bis die Söldner, die er dafür bezahlt, hier sind und die Milizen verjagen. Aber unterm Strich sind die Söldner auch nicht viel besser. Es tut mir voll leid. Also die tut mir an sich voll leid, die Rosi. Vor allem die Sprecherin, die macht das richtig gut. Was kannst du mir da anbieten? Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Nee, du, ich kaufe alles. Woher hast du denn so eine Armbrust? Die Bolzen sollte ich auch mal mitnehmen. So, hier hast du ein bisschen Geld. Und, ey, halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Nein, das mache ich nicht. Also, das hat mich jetzt direkt wieder aufgebaut. Also. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Hör mal. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Ist
der Typ wahnsinnig? Da fehlen mir die Worte. Den hat doch irgendjemand ins Gehirn geschissen. Ah, ein Goblin-Skelett. Ah, da halten wir uns mal Wehren von. Ja. Wir legen uns jetzt mal beiden gleichzeitig an. Zack, 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 zack. Perfekt, also nicht vorne, der Hut ab. Wird immer besser. Oh, da war noch ein Keiler links. Da war noch ein Keiler. Hier war aber nur eine Blauflieder. Hier ist noch eine Blauflieder. Noch eine Blauflieder. Eine Heilwurzel. Ich dachte, Goblinbeere hat mich jetzt schon gefreut. Hallo. Hallo. Keilers. Keilers. Oh, da ist der zweite. Oh, was denn? Oh Gott! Oh, ich kann mich gerade gar nicht mehr bewegen. Nein, Leute, ist gut. Keilers. Keiler, Freunde, lasst mich in Ruhe. Ihr habt auch die Schnauze voll, mich zu verfolgen, ne? Oh, komm schon! Ja, kommt, Leute! Oh Gott. Ich fühle mich gerade wie eins dieser Schafe. Oh, einen Moment, ey. Da habe ich mich gerade echt auch selbst echt total überschätzt in dem Moment. Ein Mistvieh weniger. Wenigstens habe ich nur die EP dafür bekommen. Der andere ist wahrscheinlich schon wieder zurückgelaufen. Boah, das war ja gerade pure Selbstüberschätzung von mir, weil ich gerade gedacht habe, beide gleichzeitig fertig zu machen. Aber ich habe es ja irgendwie Gott sei Dank noch überlebt. Es war verdammt knapp. Oh Gott. Ah. Oh. Ob Greg da noch steht? Wahrscheinlich nicht, ne? Also manchmal kriegt man die so relativ easy down und dann... Nö. Ob Greg jetzt vom Turm hier wieder unten steht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Greg ist jetzt endgültig weg. Also zumindest hier unten. Oder? Steht er hier noch mit seiner Kluft? Nö. Sind voll viele Goblins. Ich probiere es einfach mal. Also mir jetzt elendig verrecken kann ich ja hier eh nicht. Hier links sind noch mehr Goblins. Ich weiß nicht, ob die mich aus... Es sind 4 Stück insgesamt. Fünf. Da kann ich vergessen, kann ich sowas von knicken, dass ich die besiege. Ich denke, mit ein paar Feuerbällen wäre das kein Problem, aber so, ne, sind zu viele Goblins. Gucken wir mal hier drüben, ob wir hier die paar, oh, 2 Lurker und ein paar. Und ein paar viele Blutfliegen. Aber vielleicht haben wir bei denen mehr Glück. Ja, komm schon. Perfekt. Haben wir schon mal die erste Blutfliege down? Hinter mir hört sich dieses Rascheln, klang so, als wäre da jetzt so ein Typ, der jetzt gleich aus dem Büsch gesprungen kommt, wo mir die Haut abziehen will. Wo ist der? Ich dachte schon, die ist weg. Alles klar, haben wir auch. Okay, ja, die Lurker muss ich auseinanderziehen, ey. Jetzt habe ich da keine Chance. Batsch! Blutfliege alias One-Hit-Wonder. Ah, Regen. So, Onas Hof. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal wieder Onas Hof. Wurscht. Ja, der eine. Oh,
direkt sogar den einen einzeln gepult. Lass da jetzt ein Stück zurückgehen, dann kommt der andere nicht. Ja, perfekt. Alles klar. Wenn ich so weitermachen kann, ist perfekt. Wenn der einmal, wenn der versucht zuzuhauen, muss ich einfach zuhauen, ne? Und dann hat sich's. So ein Lock ist gar nicht so schwer zu töten. Nur wenn man sich halt jetzt wie ich auf so einen kleinen Minikampf einlässt. Der ein bisschen mehr hermacht. Okay. Alles klar, ich speichere trotzdem nochmal. Das wird gerade zu riskant. Ist ja nicht einfach nur ein Wolf, den ich hier umbringen muss. Ja, seht ihr, das wird schon verdammt knapp wieder. Ja. War wieder viel zu knapp. Nur weil ich wieder auf Riese, weil ich mir wieder zu sicher war, da ich gesagt, ah komm, das schaffe ich doch. Ja, wobei ja. So, dann Regen. Das Kräuterliste aufsammeln. Ja, die Goblins sind halt eine Sache für sich, die dafür brauche ich einen Bolzen. Bolzen, sag ich schon, einen Armbrust. Und ein bisschen skillen und dann ab dafür. 50, 12 Stärkepunkte zu wenig und ich könnte das tragen. Ich glaube, was sich auch natürlich sehr rentiert hat hier, ist dieses. Ist der Gürtel mit der Söldnerrüstung verbunden, dass ich dann noch zusätzlich mehr aushalte. Okay, hier waren noch rechts noch überall irgendwie Viecher, ja, genau da. Um die kümmere ich mich noch. Wieso ist denn hier nur ein Scavenger? Nichts zu holen. Na, hier wird wohl das Jägerlager sein, von dem uns Bartok erzählt hatte. Okay. Perfekt. Wir sind ja voll wenig Scavengers. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt hier, ja, baba, 1000. Ah, Riesenratten. Die dürften ja mittlerweile sein für mich. Perfekt. Ja, da geht's irgendwo hin. Aber erstmal gehen wir wieder beten. Hallo Inos. Ich bete zu dir. Gib mir irgendwas Gutes. Ja, Inos dankt. Ich wollte gerade was ganz Gemeines sagen. Ja. Ick dich, Inos. Rumlaufen. Warum laufe ich nicht Cognac? Wird doch viel schöner. Ah, Mops. Perfekt. Ja, die Riesenratte da oben hat mich auch schon entdeckt. Aber die geht wahrscheinlich eher aufs Essen los als auf mich. Genau. Ah, wo kommen wir hier hin? Wo kommen wir hier hin? Perfekt. Na, es läuft doch. Es läuft doch. Kann mich nicht beschweren. Ah, Feldräuber. Ich hasse euch Biester. Habe ich das nicht schon mal erwähnt? Lass mal hier erkunden gehen. Ah, ein Feuermagier sehe ich doch von hier. Dann sind wir, denke ich, mal im Kloster. Lass mich in Ruhe und stirb. Das wäre natürlich cool, wenn man beim Stufenaufstieg wieder volle AP hätte. Leute, Junge, lass dich nicht so zerpicken. Ja, er dachte sich jetzt einfach mal, ich fick jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Ich lasse mich mal ein bisschen hacken. Ah, wir haben so eine Heilung. Perfekt. Ah, schön. Ich wollte nur den Zauber wegmachen und nicht jetzt... Logic. Ist hier was? Nee. Schade. Aber bei solchen Punkten denke ich immer, oh, hier müsste doch jetzt gleich ein Skelett in der Ecke liegen, was wir plündern können.
Aber nee. Oh. Klösterchen. Grüßerchen, Herr Klösterchen. Ist hier unten was? Einfach nur aus Prinzip, um nachzugucken. Ist wahrscheinlich nichts. Essen ist sowieso nicht, aber... Ja, zum Kloster werde ich jetzt nicht gehen. Ich werde jetzt mal zu diesem Feuermagier da gehen. Ist da drüben vielleicht noch was? Mob? Technisch? Mobs technisch? Technisch? Technik? Technicke? Chakalaka bum bum. Ah ja. Iskarot oder so heißt es ja, ne? Ich bin Meister Iskarot. Alte Steintafel. Interessiert dich ein Kack, weil du bist ja kein Wassermagier, ne? Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Ich weiß nicht. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Habe ich ja gerade gesehen. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Da du dich bereits einer anderen Gruppe angeschlossen hast, wird dir der Zugang verwehrt bleiben. Glaubst auch nur du. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Na dann gucke ich mir mal an, was du... Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Mhm. Was? 1300? Bist du wahnsinnig? Ich lasse mein ganzes Geld weg. Die Tränke nehme ich immer mit. Goblin-Skelett erschaffen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, davon eine Spruchrolle mal mitzunehmen. Und so teuer ist sie ja nicht. Weil... Irgendwann kommen wir bestimmt mal in die Bredouille, dass wir mal sagen, oh Gott, hier sind viel zu viele Mobs. Oder, hier, die Mobs greifen wir einfach mal an, weil wir es können. Ja, ich glaube, den Rest lassen wir dann einfach mal da sein. Möge Innos allzeit über dich wachen. Gleichfalls. Also über mich, nicht über dich.